und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zu meinem Kanal, was eigentlich auch schon längst überfällig ist, denn es geht um Facebook, Twitter, Google+, auf den Seiten bin ich ja schon im Prinzip von Anfang an relativ aktiv. Ich glaube, viele haben das einfach nur nicht mitbekommen und deswegen wollte ich euch das mit diesem kleinen Infovideo nochmal nahelegen, gerade jetzt, wo ich meine Facebook-Seite nochmal komplett überarbeitet habe, beziehungsweise komplett neu aufgesetzt habe. Und da erscheint dann jetzt auch relativ regelmäßig, jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber immer wenn was Neues ansteht, wird hier sofort reingeschrieben, dass eine Folge nicht kommt oder dass sie später kommt oder dass dafür eine andere Folge kommt oder werden neue Let's Plays angekündigt. Und gerne könnt ihr hier natürlich auch reinschreiben, ihr könnt auch immer Tipps geben oder sagen, was für ein Let's Play als nächstes kommen soll. Weil ich habe ja auch festgestellt, mittlerweile ist das bei YouTube relativ unübersichtlich geworden und gerade mit diesen Kommentaren, das ist alles jetzt mit Google+ verknüpft und ja, auf jeden Fall ist es total unübersichtlich geworden und ich habe das lieber hier geordnet auf Facebook. Wäre also super, wenn ihr hier mal vorbeigucken könntet und einfach mal auf Gefällt mir drücken oder das müsst ihr natürlich selber entscheiden, aber wie gesagt, da erhaltet ihr immer die neuesten Infos, wenn es um neue Videos geht oder Veränderungen auf dem Kanal oder ja, allgemeine Themen, weil die kann ich bei YouTube immer schlecht reinschreiben, die kann ich natürlich bei Diskussionen schreibe ich auch immer Sachen rein, aber das liest ja am Ende dann doch echt keiner oder kaum einer und deswegen habe ich das jetzt auf Facebook so gemacht, dass ich da immer versuche, das möglichst auf dem Laufenden zu halten. Natürlich bin ich auch noch bei Google+, das ist einfach dem geschuldet, dass YouTube damit quasi verbunden ist oder die Kommentare damit verbunden sind. Wie auch immer, auf jeden Fall habt ihr hier auch immer die neuesten Videos, die so hochgeladen werden. Aber ansonsten nichts Spannendes auf der Seite. Und da bin ich auch nicht wirklich aktiv drauf, muss ich auch dazu sagen. Aber auf Twitter bin ich auch relativ aktiv. Das haben auch schon viele gesehen, habe ich festgestellt. Da habe ich ja 27 Follower, okay. Sind das natürlich keine 66 wie meine Abonnenten, aber hat ja auch nicht jeder Twitter, muss man ja auch mal sehen. Und da schreibe ich bis jetzt auch noch das gleiche rein, was ich bei Facebook auch reinschreibe. Ich muss nochmal gucken, ob ich das so lasse, ob ich hier auch immer die gleichen Infos reinschreiben werde. Wenn jetzt auf Facebook mehr Leute kommen, dann lasse ich das vielleicht mal sehen. Aber kann ja auch sein, dass der eine Twitter hat, aber dafür kein Facebook oder andersrum. Und deswegen schreibe ich es wahrscheinlich bei beiden Plattformen rein. Und genauso wie bei Google+, habt ihr hier auch immer die neuesten Videos und ja, und eben auch Infos dazu. Auch immer ganz interessant eigentlich. So, im Let's Play Forum bin ich natürlich auch. Da muss ich leider gestehen, zu meiner Schande, dass ich da manchmal sehr, dass das sehr, naja, nicht auf dem aktuellsten Stand ist, so. Aber im Moment ist das, glaube ich, auch relativ aktuell. Ich habe da jetzt nicht alle Let's Plays drin. Wo war denn das noch? Jetzt darf ich nicht fehlen. Hö. Das Profil? Moment. Forum. Abonnierte Themen, genau. Da kann man da hin. So, Dragon Age habe ich jetzt zum Beispiel drin, Bioshock, Minecraft, Anno 1701 habe ich zum Beispiel noch nicht drin und Dingens hier, Amnesia habe ich jetzt auch noch nicht drin. Das wird aber noch folgen. Hier kommen eigentlich auch immer die neuesten Folgen, aber wenn ihr wirklich auf dem neuesten Stand sein wollt, dann guckt immer bei Twitter vorbei, da ist das auf jeden Fall hundertprozentig aktuell, weil das wird automatisch aktualisiert und hier muss ich das immer noch alles manuell machen, manuell eintippen und da komme ich meistens einfach nicht zu. Im Moment ist das zwar auch auf dem aktuellen Stand, aber Twitter ist da doch immer zuverlässiger und auf Facebook, wie gesagt, kommen auch immer die neuesten Nachrichten, die neuesten Infos. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn da mehr Feedback kommen würde von euch. Das war es eigentlich auch schon. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns dann oder sprechen uns, hören uns im nächsten Let's Play hoffentlich. Also bis dann, Leute. Ciao, ciao.